Mili und Kalle im Museum zu Hause. Heute Verstecken spielen. Ja, wir finden ihn auf jeden Fall, Mili. Klar finden wir den Kalle. Natürlich. Ah, ihr seid auch wieder da. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im LWL Museum für Archäologie. Die Mili und ich, wir spielen gerade Verstecken mit dem Kalle. Der Kalle, der tut nämlich immer so, als wüsste er die besten Verstecke hier im Museum, nur weil der schon viel, viel länger hier arbeitet als wir zwei. Aber das glauben wir nicht. Wir glauben nämlich, dass wir den Kalle auf jeden Fall finden werden, weil die Mili, die hat eine super Spürnase und ich bin auch nicht so schlecht im Suchen, glaube ich. Seid ihr gut im Suchen? Wollt ihr uns helfen? Okay, dann kommt mit, dann schauen wir, vielleicht ist der Kalle vorne irgendwo. Kommt mal mit. Mili, ist das der Kalle? Nee, das ist nicht der Kalle. Das ist vielleicht eher ein Freund von der Mili. Das ist auch eine Ratte, eine ausgestopfte. Ja. Sollen wir weitersuchen, Mili? Okay, dann schauen wir mal weiter. Wo könnte der Kalle denn noch sein? Ist das nicht? Wir werden ihn finden. Ah, da vorne ist das. Vorne sitzt noch ein Tier. Schaut mal, da haben wir eine Kröte. Die Kröte, die hat sich ganz schön aufgeblasen, den Hals sehr aufgeblasen, obwohl der Kalle ja auch ein sehr aufgeblasener Typ ist. Der plustert sich ja auch immer so auf und denkt, er wäre der Beste. Ja, ist lustig, Mili, ne? Da kann man manchmal auch drüber lachen, über diesen Maulwurf. Aber so aufgeblasen wie die Kröte ist er dann doch nicht. Wir schauen mal weiter. Wir haben da vorne unser Studio. Mal gucken, ob er hier ist. Nee, hier sind nur wieder seine Autogrammkarten, die er übt. Aber der Kalle selbst, der ist nicht hier. Vielleicht hier hinter der Lampe. Nee, so eine Leuchte ist der Kalle nicht, dass der sich in der Leuchte versteckt. Schauen wir weiter. Okay, dann. Was meinst du, Mili? Wo könnte er noch sein? Was? Da vorne? Mili, da... Bist du sicher? Mili, da ist... Das ist der Rasenmäher. Unser Maulwurf ist doch nicht so doof und versteckt sich im Rasenmäher. So bescheuert ist doch noch nicht mal der Kalle, dass der sich im Rasenmäher versteckt, oder? Oh nein. Hätte ich mal nichts gesagt. Da ist er, der Kalle. Im Rasenmäher. Ja, Kalle, das ist vielleicht nicht der beste Platz für einen Maulwurf, um sich zu verstecken. Aber gut. Zum Glück ist der Rasenmäher ja gerade nicht an. Der ist außer Betrieb. Und ich würde sagen, jetzt versteckt sich die Mili und ich verstecke mich auch. Und dann kann uns der Kalle mal suchen, ob der uns genauso gut findet, wie wir ihn gefunden haben. Und ihr zu Hause, ihr könnt ja auch mal Verstecken spielen, vielleicht mit euren Geschwistern oder Eltern. Ich denke, viele von euch werden jetzt gerade sehr viel Zeit zu Hause verbringen. Und so ein Versteckspiel zu Hause oder vielleicht auch noch im Garten, das ist ein ganz tolles Spiel, um seine Wohnung oder seinen Garten noch mal ganz neu zu entdecken. Beim Versteckenspielen, da entdeckt man nämlich auch neue Orte, die vielleicht auch ganz aufregend sein können. Also viel Spaß euch beim Versteckenspielen mit euren Geschwistern oder Eltern. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut.